Sie haben vor Ihrem Amtsantritt damals schon ein Stück zurück gesagt, ich mache es nur, wenn ein paar Dinge eintreten. Es müssen Beiräte gegründet werden, es muss eine Sportkommission geben, ich brauche diverse Leute, funktionierende Gremien um mich, die mich unterstützen bzw. so arbeiten, wie ich mir das vorstelle. Wie weit sind wir im deutschen Handball? Sind Sie bisher zufrieden mit den Entwicklungen und wo klemmt es noch? Wo ist noch Handlungsbedarf? Naja, also ich glaube, Handlungsbedarf wird es über die Jahre hinweg geben. Man hört eigentlich in einem Verband genauso wenig wie in einem Verein mit der Arbeit auf. Man muss meines Erachtens sprichwörtlich immer am Ball bleiben. Aber das, was Sie ansprechen, das ist richtig. Ich habe bestimmte Bedingungen gestellt, unter denen ich mich als Präsident zur Verfügung gestellt habe. Und ich glaube, wir sind schon ordentlich weit. Wir sind jetzt 6 Monate her und in diesen 6 Monaten haben wir schon einen Beirat für internationale Angelegenheiten, mittlerweile den wissenschaftlichen Beirat. Wir haben ein Präsidium, das wirklich sehr gut arbeitet. Wir haben mit Bob Hanning einen, kann man sagen, hervorragenden Leistungssportvizepräsidenten, der sich im Sport auskennt wie kaum ein anderer. Und wir haben natürlich auch mittlerweile mit den Landes- und Regionalverbänden eine Zusammenarbeit, die auch am Ende Wort gehalten hat, nämlich, dass man für die Strukturveränderungen einen, ich nenne es jetzt mal, Strukturfonds zur Verfügung stellt. Wir haben mittlerweile auch einen Generalsekretär ausgewählt, letzte Woche. Allerdings kann ich, und ich gebe noch keinen Namen bekannt, weil wir jetzt noch ganz konkret in die Vertragsverhandlungen gehen müssen mit dieser Person. Also insofern, denke ich, sind wir in den ersten 6 Monaten auf einem ganz guten Weg. Das Wichtigste aber ist natürlich, dass unsere Nationalmannschaft langsam Tritt fasst für diese Qualifikationsspiele und auch dort, wenn man so sieht, wie die Mannschaft sich gefunden hat und auch in den letzten Spielen überzeugt hat, insbesondere jetzt im letzten Spiel gegen Ungarn mit den Wieder-Nationalspielern Mimi Kraus und Jogi Bitter, dann muss ich sagen, bin ich aktuell heute hier in Biberach ganz hoffnungsfroh, dass jeder von den Spielern weiß, worum es geht und ich glaube, jeder will auch gegen Polen gewinnen. Hinzu kommt, dass unsere Frauennationalmannschaft eine wirklich gute WM gespielt hat, die uns hoffnungsfroh macht für die Weltmeisterschaft 2017. Und dort hatten wir auch schon, weil wir früh anfangen wollen, die Organisation zu machen, am letzten Montag, also Montag den 7., einen ersten Workshop mit allen, um auch hier rechtzeitig in die Gänge zu kommen und die Frauenweltmeisterschaft auch als Werbung für den Frauenhandball zu begreifen. Und last but not least, glaube ich, ist es doch auch ein ganz schöner Erfolg, in 6 Monaten oder in einer Zeit von 6 Monaten eine Männerweltmeisterschaft 2019 gemeinsam mit Dänemark nach Deutschland zu holen. Ich denke, das ist sicherlich ein großer Verdienst auch Ihrer Person. Nun gab es zuletzt auch in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik an der Zusammenarbeit zwischen dem DHB und dem Bundesliga oder dem Dachverband der Bundesliga, HBL. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Entwicklung? Auf einem guten Weg oder gibt es auch hier noch genügend Baustellen? Ja, auch hier gibt es sicherlich Baustellen, aber wir haben mit der Liga zusammen schon nicht nur Gespräche geführt, sondern Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitsgruppen gebildet in einzelnen Bereichen, insbesondere im Jugendbereich, der ja unsere Zukunft ist. Und da glaube ich schon, dass das Klima sich verändert hat, also das Klima zwischen DHB und HBL, auch wenn es natürlich vielleicht normal ist, dass es im Sport dann immer Spannungsverhältnisse geben wird. Denn die Bundesliga-Vereine, jeder einzelne, hat natürlich nicht von vornherein ein Interesse, das den deutschen Handball insgesamt berührt, sondern es ist normal, dass man zunächst an seinen Verein denkt. Denn immerhin muss man Spieler bezahlen, man muss danach schauen, dass die Sponsoren zufrieden sind und dass die Hallen voll sind. Aber der deutsche Handball, und das ist meine Überzeugung, wird nur dann neue Freunde und Freundinnen, also neue Zuschauer gewinnen, wenn die Nationalmannschaften erfolgreich sind. Und das heißt, der Handball muss sich
einheitlich darstellen. Jeder, der bisher nicht im Handball natürlich Tag für Tag drin ist, der weiß nicht, dass es eine HBL gibt. Also der weiß nur, dass es den Deutschen Handballbund gibt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nach außen auch gegenüber Sponsoren als Einheit auftreten. Ein Turnier wie IBOT oder der Rookie Cup in Berlin, was sind diese Produkte, die Sie sagen, die brauchen wir für die Zukunft? Auch Sie haben sich ausgesprochen für ein Jugendförderprogramm, wo Sie sagen, das ist eine Basis für die Zukunft. Da möchte ich auch den Finger in die Wunde legen. Wie sieht das konkret aus, das Jugendförderprogramm, das Sie wünschen? Ja, Jugendförderprogramm ganz konkret. Wir sind dabei, natürlich viele Dinge zu verändern. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich Jugend, Bildung und Schule, weil diese drei Bereiche eigentlich eng zusammengehören. Und aktuell ist es wirklich so, dass neben dem Jugendzertifikat, also neben dem Zertifikat für die Bundesliga-Vereine in ihrer Jugendarbeit, wir, denke ich, im Deutschen Handballbund Hausaufgaben machen müssen, vor allem in der Zusammenarbeit mit den Schulen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, und da springe ich zurück in meine Zeit, eben in den 70er, Anfang der 80er Jahre, da galt der Handball, und ich sage das aus dem Grund, weil das ganz wichtig ist, diese Lehrer, die damals ausgebildet worden sind, die sind immer noch in der Schule. Und da galt der Handball als hart, und man hat dann eher auch Sportarten in der Schule gebaut, wie Basketball oder Volleyball. All dieses hat sich über die Jahre hinweg verfestigt, und uns ist es wichtig, dass der Handball halt neben dem Fußball in der Schule wieder häufiger gespielt wird, dass die Lehrer in ihrer Ausbildung auch sehen, wie wunderbar der Handballsport ist, also Geist, Arme, Beine, also den ganzen Körper letztlich beansprucht, und dass er eben nicht mehr in dieser Härte gespielt wird. Er ist schneller, er ist athletischer als damals, aber damals, jeder, der sich noch auskennt, der weiß, da waren die Spielergebnisse in der Bundesliga 10-9, 14-13, 12-11. Heute sind es ganz andere Ergebnisse. Und deshalb glaube ich auch, und jetzt springe ich wieder zum Frauenhandball, dass Handball ein ganz hervorragender Sport für Mädchen und Frauen ist. Und dort wollen wir ansetzen. Das heißt also konkret in der Schule mit den Lehrern. Und da werden wir Konzepte, und das haben wir jetzt auch schon gemacht, mit den Landesverbänden, die es teilweise gibt, aber zusammenführen, um auch schlagkräftiger zu werden. Ich werde zum Beispiel auch, was der DHB bisher nicht gemacht hat, am 8.5. in der Sitzung des Kuratoriums der Schulsportstiftung dabei sein. Das sage ich als Beispiel, dass wir natürlich all diese Bereiche, die es gibt und die manchmal brach lagen, weil man nicht eben vor Ort war, wieder bespielen im wörtlichen Sinne, um gerade im Schulbereich, vielleicht sogar im Kindergartenbereich dann anfangen zu können, mit Bewegung, mit Ball, um Kinder und Eltern eigentlich für den Handball zu begeistern. Die Jugend ist die Zukunft von morgen, ein altes Sprichwort, das immer wieder sich bewahrheitet. Nun haben Sie im deutschen Handball ja auch schon viele vor Ihnen versucht zu sagen, Mensch, die Jugend muss auch in der Top-Liga, egal in welcher, spielen. Spielanteile, die Kinder oder die Jugendlichen, die rauskommen, müssen erwachsen werden und brauchen Spielanteile. Es haben sich viele versucht, bisher gibt es noch kein Patent oder keine Patentlösung, um das umzusetzen. Wie wollen Sie es angehen, sozusagen mit der HBL, dass es hier auch Lösungen gibt? Ja, also in der Tat, es gibt eigentlich kein Patentrezept, aber es wird ja immer diskutiert über Quoten und vielleicht auch Selbstbeschränkungen. Um ganz ehrlich zu sein, ich halte nichts davon, weil ich glaube, die Quotenregelung, das ist jüngstes auch vom EuGH wieder, was Basketball angeht, in der spanischen Liga bestätigt worden, die sind eben nicht europarechtskonform. Das ist das eine. Das andere, die Selbstbeschränkung, die steht oft auf dem Papier und wird nicht mit Leben erfüllt. Mir ist wichtig, dass wir gemeinsam mit der Bundesliga und vor allem den Vereinen und zum Beispiel Berlin, aber auch Balingen, also es gibt durchaus Vereine oder jetzt Lemgo, die in der Tat sagen, wir bauen auf junge deutsche Spieler. Und mir ist wichtig, dass die Vereine, und zwar ich rede jetzt nicht nur vom Trainer, sondern die, die hinter den Trainern stehen, die Vereinspräsidenten, die Vorsitzenden, auch dem Trainer den Rücken stärken, um junge deutsche Spieler dann perspektivisch einzubauen. Denn, wenn ihr stimmt, was ich vorher gesagt habe, der Handball wird nur dann weiter Zuschauer gewinnen und von mir aus Fernsehzeiten in den Medien dann auch entsprechend dargestellt werden, wenn die Nationalmannschaften erfolgreich sind,
dann muss jeder Bundesliga-Verein Interesse daran haben, eben künftige Nationalspieler auszubilden. Und das bedeutet, er muss tatsächlich auch den jungen Spielern Spielanteile geben, aber was vor den Spielanteilen kommt, denn das habe ich ja selbst erlebt, gerade in meiner Zeit, als ich bei Frischauf damals gespielt habe. Wenn du eine erste 7 hast oder eine erste 8, vielleicht auch eine erste 9, dann sind diejenigen Spieler, die am nächsten Tag, wenn das Training wieder beginnt, na, die etwas auslaufen lassen, die das Training lockerer angehen. Und dann muss halt ein Trainer oder ein Co-Trainer mit den jungen Spielern arbeiten, mit denen, die halt im Spiel nicht so eingesetzt worden sind. Und damit komme ich zum letzten Punkt, der mir wichtig ist. Das sind die Spieler selbst. Wer heute in der Jugendnationalmannschaft oder in der Juniorennationalmannschaft spielt und glaubt, er hätte jetzt alles erreicht, der ist am Ende verloren für die Nationalmannschaft. Denn jeder muss wissen, dieses ist ein erster Schritt. Dieses ist eigentlich eine Chance. Er hat möglicherweise die Chance, weiterzukommen, auch etablierter Bundesligaspieler zu werden oder gar wieder Nationalspieler. Aber das erfordert harte Arbeit, es erfordert Disziplin, es erfordert tatsächlich Trainingsfleiß und das Abschauen auch von anderen Spielern, die internationales Niveau haben. Und damit bin ich wieder beim letzten Punkt, beim Ausgangspunkt. Wir sollten eigentlich froh sein, dass wir immer noch unbestritten mit der Bundesliga die stärkste Liga in der Welt haben. Die haben wir nur, weil internationale Stars wie Philipp Ischgl hier bei uns spielen. Und das ist wiederum die Chance für junge Spieler zu sehen, was ist eigentlich das Niveau, das man erwartet, wenn ich in der Weltklasse mitspielen will. Das heißt, wenn ich jetzt jünger wäre, hätte die Chance, dann würde ich mir tausendmal anschauen, was macht Ischgl, wie oft trainiert er, oder wenn ich jetzt Torwart wäre, was macht er für ein Torwarttraining, wie bewegt er sich? Das heißt, man hat ein Vorbild, das gleichzeitig motiviert. Und da denke ich, müssen wir hinkommen. Es erfordert vom Vereinspräsidenten über den Trainer bis hin zum Spieler selbst natürlich Disziplin und harte Arbeit.